Ja, die CAPINITE ist eines unserer größeren Semesterprojekte im Studiengang International Project Engineering. Ziel der Semesterprojekte ist natürlich, dass Studierende Projektmanagement und Führung in Projekten nicht nur aus dem Hörsaal erlernen, sondern wirklich praktische Führungserfahrungen sammeln im Projekt. Das ist sehr wichtig, denn diese ganzen Dinge, das Führen von Mitarbeitern, von Teammitgliedern, das lässt sich einfach nicht im Hörsaal erlernen. Praktisch ja, aber dann sehr wohl. Ja, ich freue mich ganz besonders, Herr Sodamin, dass Sie in diesem Semester die Projektleitung der CAPINITE übernehmen werden. Sie kennen ja das Prozedere. Ich fungiere als Steering Board gemeinsam mit unserem WIP-Verein. Das heißt, Sie werden uns regelmäßig berichten über die Fortschritte in der Projektplanung, wie es dann weitergeht. Und ich freue mich ganz besonders auf eine gelungene CAPINITE in diesem Semester. Ich mich auch. Vielen Dank. Viel Erfolg. Danke. Nach der erfolgreichen Bewerbung lag es jetzt also an mir, ein geeignetes Team für die CAPINITE zu finden. Dafür habe ich das Projekt in einzelne Ressorts unterteilt und die Stellen ausgeschrieben. Nach Bewerbungen und den dazugehörigen Vorstellungsgesprächen konnte ich ein Team zusammenstellen, das aus den passenden Kommilitonen bestand. Die eigentliche Planung begann aber mit unserem Kickoff-Meeting. Dieses Meeting soll uns dabei helfen, unsere Vision zu erreichen, die beste CAPINITE zu organisieren. Da wir fast 40 Mitarbeiter sind, wollen wir mit Teambildungsmaßnahmen die Gemeinschaft stärken und das volle Potenzial des Teams ausschöpfen. Hier wurden auch die ersten Infos zum Ablauf der Planung herausgegeben, sodass wir gut in die Planungsphase übergehen konnten. Wir begannen jetzt damit, den Projektplan zu erstellen. Wir erstellen Work Packages, welche wir dann auf die Ressorts verteilen. Diese werden dann in Ressort-Meetings an alle Mitarbeiter weitergegeben. Die verschiedenen Ressorts sind zum Beispiel Marketing, Personalplanung, Sponsoring, Finanzen, Location, Einkauf und der Auf- und Abbau. Nach der langen Planungsphase kamen wir letztendlich zur Umsetzung. Thank you.
Was jetzt natürlich nicht fehlen darf, ist die Evaluation. Was haben wir gut gemacht? Was haben wir nicht so gut gemacht? Wir müssen gewährleisten, dass alle darauffolgenden Partys immer besser werden. Also ich hatte sehr viel Spaß bei der Organisation mit meinen Kommilitonen und freue mich schon auf die nächste Party. Ich finde die Kaipi Night eine super Möglichkeit, unser Wissen aus dem Modul des Projektmanagements umzusetzen. Natürlich kommt dabei auch noch eine super Party raus, wo alle Kommilitonen einen Riesenspaß haben. Also ich fand einfach geil, wie man gesehen hat, wie die Planung umgesetzt wurde und dass man dann danach dastand und hat gesagt, geile Kaipi Night, macht Spaß und will ich wieder machen. Die Party ist vorbei, alles ist aufgeräumt und jetzt als Resümee kann ich ziehen, es war eine richtig geile Party. Denn durch mein Team war die Organisation eigentlich wie ein Spaziergang. Am Abend selber lief alles wie am Schnürchen. Und hier möchte ich jetzt den Professoren danken für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung, dass wir dieses Projekt durchziehen konnten, durften und so viel dabei lernen konnten. Dieser Studiengang ermöglicht uns, in der Praxis zu lernen, nicht nur in den Vorlesungen. Und genau das ist der Grund, warum ich IP studiere.